heute bauen wir unser Shopping District und unseren Shop. Ganz viel Knochenmehl und das können wir jetzt als super für die Dekoration da oben beim Fluss nutzen. Ich muss ehrlich sagen, es sieht da jetzt schon viel lebendiger hier aus. Irgendwie noch einiges hohes Gras ist, was ich jetzt nicht haben möchte. So gefällt mir auf jeden Fall. So lassen wir das jetzt erstmal. Oh mein Gott, wir haben hier ein paar Gegner. Oh oh. Leute, ich würde sagen, wir bauen hier ein Shopping-District hin, dass wir jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Zeug kaufen können, weil wir haben hier so eine freie Fläche und da können wir hier jetzt eigentlich alles auch nutzen. Da unsere Rüstung fast am Ende ist, wie man hier sieht, würde ich sagen, traden ein paar Sticks, damit wir uns vielleicht das enchantete Diamantrüstung bei den Villagern hier traden können. Das wäre auch auf Dauer mal nötig. Leute, ich würde sagen, wir holen uns mal Blaze Rods, da wir schon in Nether eine Festung gefunden haben, direkt an Spawn. Da würde ich sagen, gehen wir mal in Nether in die Festung. Und a terrible fortress. Leute, ich habe einfach Dias in der Kiste gefunden, wie gut. Leute, hier sind einfach unsere ersten Wither-Skeletten. Leute, wir haben einfach unsere erste Blaze Rod. Zur Festung mit 24 Blaze Rods entkommen, würde ich sagen, bauen wir mal da hinten hier unseren Shop. Weil ich habe ja gesagt, wir bauen hier unser Shopping District und dann bauen wir hier sofort unseren Shop, dass man es erkennt. Der Shop steht einigermaßen, aber ich würde da noch ein bisschen mehr Detail arbeiten. Beispielsweise einen schönen Weg hier rauslaufen, also nicht so schön, wo ich mein Tutorial gemacht habe, beispielsweise hier noch ein paar Blätter hinmachen. Dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen geiler aussehen. Vielleicht noch ein paar Fässer hin, wo halt ein bisschen Rüstung draufsteht und innen dann hier auch noch. So, dass man dann reinschauen kann oder rausschauen kann. Und dann hier immer stehen könnte. Hier in seiner Decke und dann hier nach draußen bedienen, wenn man nicht hier rein möchte. Ja. Da gibt es schon einige Möglichkeiten, aber ich würde sagen, nächste Timelapse, go! Schaut mal, was ich habe. So, und jetzt platzieren wir noch die letzten Teppiche hier drin, damit es auch wirklich fertig ist. Ja, und das ist unser Gebäude. Sieht eigentlich sehr gut aus. Würde ich sagen. So, mit Shader, ne? Sehr ehrlich sagen. Passt schon. Leute, schaut mal, was hier ist. Und da ist fast von dir kaputt gegangen. Meine Schuhe. Den benutze ich direkt, weil können wir einen Great schnell spielen, wenn wir wollen. Wollen wir machen? Ja. Okay, dann spielen wir schnell einen. Boah, nee. Nee, ich möchte doch nicht mehr oben haben. Ich suche mir erstmal eine Kuh, bevor ich das nächste Mal zu Eisenfahren gehe. Weil irgendwann, wenn wir eine Trading Hall haben, wo wir über Karten, wenn wir Ledger haben, dann auch direkt mit Menschen finden können und ohne Great spielen nichts machen können. Weil sonst wird es ein bisschen nervig auf Dauer. Und nicht, dass noch die Villager sterben. Ach Leute, wir sind jetzt in unserem Laden und warten mal, bis uns auch alles Zeug verkauft wird. Und wer ist denn da? Hallo? Hallo? Da? Ich würde gerne eine Rüstung kaufen. Die da? Ja, meinst du die hier? Oh, ja. Die verzauberte. Ach, die verzauberte? Ja. Jetzt kostet 16 Diamanten. Wenn sie die überhaupt besitzt. Ein Euro.
Dann haben wir hier die Rüstung. Spaß, sie kriegen natürlich keine Rüstung, ne? Im Game. Spaß hier. Hier. Das ist ihr Zoll, was ihr bekommt. Oh, und doch, wenn es deckt. So abnormal viel Rüstung. Warum haben sie oft so abnormal viel Rüstung drinnen? Keine Ahnung. Also Ersatzrüstung halt. Aha. Oh, hier gibt es einen neuen Holzshop. Hallo. Hallo. Ja? Ich hätte gern ein Stack. Also, ja, ein Stack, zwei Holzstacks, Holzlocks. Ja, vor allem hier. Jeder Preis ist. Jetzt will ich den. Nehmen Sie erstmal den. Ja, den ein Stack. Kann leider nicht einsammeln. Und noch den. Okay, tschüss, Idiot. Spaß. Hier. Tschüss. Ja. Naja, Leute, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da und den Kanal. Und das war's. Tschüss.